Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Michaelas Welt. Und ja, ich habe gerade ein kleines Vorstellungsvideo für meinen neuen Kanal Michaelas Gaming aufgenommen und habe mir gedacht, ich nehme jetzt da ja gleich nochmal einen Vlog auf. Ist ja doch ein bisschen was passiert in letzter Zeit und doch auch schon wieder eine Weile her. Das letzte Mal ein Video gemacht und ja, ich habe gerade Urlaub. Also morgen ist mein erster Urlaubstag, allerdings nur eine Woche habe ich Urlaub. Und morgen ja, habe ich einen unangenehmen Termin am Nachmittag. Wir werden hier zwei Zähne gezogen, und zwar der hier, der Schneidezahn, und der daneben liegend. Die sind beide abgestorben. Der hier ist schon lange tot, vor über 40 Jahren schon. Und der daneben ist halt im letzten Jahr irgendwann mal kaputt gegangen. Ist eine Brücke drüber hier, also zwei Kronen, und hinten am Backenzahn ist nochmal eine Krone und dann ist eine Brücke dazwischen. Und ja, irgendwie hat es eher diesen Eckzahn, diese Krone hat sich halt irgendwann mal gelockert irgendwie. Ja, ich habe eben diese Brücken und Kronen habe ich ja schon ewig drin, also auch schon seit über 40 Jahren oder fast 40 Jahre. Und ja, relativ genau sogar 40 Jahre, wenn man es genau nimmt. Und ja, jedenfalls hat sich halt gelockert und dann kommen halt Speisereste darunter. Und ja, was passiert dann halt? Logischerweise, ja, das entsteht Karies und sonst irgendwas, und irgendwann mal ist halt abgestorben. Das ist jetzt nicht so schön, aber ja, es muss sein, gell? Weil ich hatte jetzt eben mal eine Entzündung hier oben drin. Ich nehme seit geraumer Zeit jetzt Antibiotika, damit eben diese Entzündung rausgeht und eben der Knochen hier erhalten werden kann, weil es sollen dann hier eben Implantate reinkommen, so wie auf der anderen Seite hier auch schon. Hatte ich ja auch schon vor ein paar Jahren auch schon mal Implantate reinbekommen, und ich weiß jetzt, wie das alles läuft. Und ja, ist ein bisschen unangenehm, die ganze Sache. Ich hasse nämlich, also ich möchte nicht sagen, ich hasse, aber ich gehe höchst ungern zum Zahnarzt, wenn es nicht sein muss. Aber hier muss es jetzt leider sein, und irgendwie freue ich mich drauf, dass jetzt endlich mal, weil ich habe mit diesem Zahn echt schon lange, also auch schon wahrscheinlich so lange hier da eine Wurzelbehandlung gemacht wurde, außer auch schon seit fast 45 Jahren irgendwie immer wieder Probleme und so etwas. Und ja, dann freue ich mich darauf, dass das endlich mal ein Ende hat. Ja, wie gesagt, ich habe hier ein bisschen Setting aufgebaut gehabt für meinen neuen Gaming-Kanal, den ich empfehlen kann, wenn ihr euch für Gaming interessiert. Heißt Michaelas Gaming. Tue ich mal unten in die Videobeschreibung reinsetzen, einen Link. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr den abonnieren würdet. Und natürlich den Kanal hier auch, ganz klar. alle, die schon länger hier mich verfolgen, nicht verfolgen, folgen. Ja, ansonsten wird in dieser Woche nicht viel passieren. Ich werde nirgendwo hinfahren, weil mein Haupturlaub kommt erst noch. Genau, ich habe eigentlich geplant gehabt, jetzt so wie die letzten Jahre auch im Oktober Urlaub zu machen. Und hatte immer gehofft, ich kann dann vielleicht doch noch nach Japan reisen. Und tatsächlich, man könnte jetzt oder man kann jetzt auch wieder seit letzter Woche Dienstag wieder nach Japan einreisen. Das hätte sogar geklappt vom Termin her. Aber ich wollte da noch ein bisschen warten, weil Kolleginnen und Kollegen haben auch Urlaub, andere Sachen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich warte mal bis Dezember. Genau, ich habe meinen Urlaub ein bisschen verschoben, so Richtung Jahresende. Und habe tatsächlich auch schon einen Flug und auch ein Hotel gebucht. Genau, ich werde also im Dezember nach Japan reisen. Zwar nur 2 Wochen, genauer gesagt mal wieder nach Tokio. Ich hatte das letzte Mal geplant, wo ich einen Flug geplant hatte und gebucht hatte. Und dann kam leider Corona dazwischen, eben nach Osaka zu reisen und mir mal Osaka anzuschauen. Aber dieses Mal wird es eben nicht Osaka, sondern nochmal Tokio. Und zwar, weil ich habe ja eine Tandempartnerin, mit der ich ja schon seit einigen Jahren zusammen Japanisch lerne, und sie lernt durch meine Hilfe ein bisschen Deutsch, wobei sie deutlich besser Deutsch spricht, ich Japanisch. und sie lebt halt in Tokio, und dann möchte ich mich natürlich mit ihr treffen und ein bisschen was unternehmen, mal vielleicht auch, also mal sehen, nicht sehr viel vielleicht, mal sehen, was sich da ergibt. Natürlich Tokio möchte ich auch gerne meine Vorweihnachtszeit sehen. Bin ich auch sehr gespannt drauf, weil ich habe bisher immer nur Videos von anderen YouTubern gesehen, die halt da Weihnachtsdekorationen und keine Ahnung was präsentiert haben. Das möchte ich jetzt auch gerne mal live sehen. Klar, es ist vielleicht nicht die schönste, also die wärmste Jahreszeit im Dezember, aber ich vermute mal doch noch ein bisschen wärmer wie hier in Deutschland.
vielleicht auch trockener. Mal sehen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Und eins, was es sicherlich nicht geben wird im Dezember, sind Taifune. Weil da hatte ich jetzt die letzten zweimal, ich war ja erst zweimal in Tokio, hatte ich ja wirklich Pech immer. Ich hatte immer irgendwo einen Taifun noch mit drin, auch immer Oktober. Immer. Und von daher würde ich jetzt natürlich schon mich sehr freuen, wenn man da natürlich einfach was erleben kann. Ich werde mir sicherlich irgendwie ein paar Museen, andere Sehenswürdigkeiten, ein paar Tempel, ein paar Schreine, einen Park mal im Winter anschauen. Ich hoffe, die haben auch auf. Ja. Soweit ich weiß, haben manche Parks auch im Winter über geschlossen. Einfach mal sehen. Irgendwas wird sich ergeben. Und vielleicht kann ich ja mit meiner Tandempartnerin Mizuki zusammen auch mal irgendwie einen Ausflug zusammen machen. Und ja, ich lasse mich einfach überraschen. Jedenfalls freue ich mich sehr drauf. Das ist jetzt wirklich etwas, wo ich sehr gespannt bin. Und ich werde das erste Mal mit Anna fliegen. Hatte ich bisher noch nie gemacht. Ich kenne jetzt eigentlich nur bisher Lufthansa. Es ist auch ein Lufthansa-Flug. Ich habe alles über Lufthansa gebucht. Aber der Hinflug ist mit Anna, Rückflug ist mit Lufthansa. Und ich fliege hier ab Friedrichshafen. Ja, ich lebe in Friedrichshafen. Hier in praktischen Sichtweite ist ein Flughafen mit Zubringflug nach Frankfurt und von Frankfurt geht es dann weiter nach Tokio. Genau. Das ist sehr, sehr praktisch, muss ich ehrlich sagen. Ich rufe hier nachmittags einfach mal schnell ein Taxi. Die Fahrt dauert 10 Minuten höchstenfalls. Und dann wird eingecheckt, Gepäck wird aufgegeben und wenn alles gut geht, kriegt man sein Gepäck dann eben in Tokio wieder. Die letzten zweimal hat das gut funktioniert und ich bin natürlich überlegen, was ich alles mitnehmen soll. Ich möchte nicht so viel technisches Gerät mitnehmen, aber irgendwie halt irgendwie doch. Gell? Einerseits würde ich gerne hier meinen Rechner mitnehmen, auch mit dem ich gerade aufnehme, weil ja ich würde dann halt doch abends mal im Hotel ganz gerne ein bisschen spielen. Und meine Xbox, die hier daneben steht, die ist mir einfach ein bisschen zu groß. Irgendwas mache ich da schon, weil das dummerweise das Spiel, weil ich hauptsächlich spiele, hier, wer ist jetzt nochmal? Phantasy Star Online 2, New Genesis. Das gibt es leider nur auf dem PC und nicht auf der Switch. Also sonst hätte ich nur die Switch mitgenommen oder eben mein Steam Deck. Was ich ja auch noch habe, aber das läuft, glaube ich, nicht. Das muss ich vielleicht mal zum Laufen bringen und dann vielleicht bloß das mitnehmen. Und dann für halt nur ein iPad. Das bin ich mal überlegen, wie ich das genau mache. Aber naja, mal sehen. Kommt noch alles. Es sind noch gut 2 Monate Zeit bis dahin. Also ich werde vor Weihnachten auch wieder zurück sein. Ich bin bloß 2 Wochen in Tokio und ich habe echt Glück gehabt. Also Flug hat mich hin und zurück mit Zubringerflug zusammen alles so unter 1.000 Euro gekostet. Das ist echt günstig, muss ich ehrlich sagen. Und Hotel so 600 Euro. Ist wieder ein APA-Hotel. Diesmal ein anderes, weil das, wo ich jetzt beim letzten Mal war, ist leider zu. Oder wurde geschlossen oder keine Ahnung was. Jedenfalls, es wurde mir nicht angeboten. Und deswegen jetzt ein anderes APA-Hotel. Auch in Shinjuku wieder. Ich werde auch wieder in Shinjuku übernachten. Und ja, ich freue mich jedenfalls sehr, sehr, sehr drauf. Ich werde sicherlich ein paar Videos machen, entweder danach oder vielleicht auch währenddessen. Ich muss auch mal ein bisschen mit diesen Shorts ein bisschen rumexperimentieren. Da habe ich noch gar keine großen Erfahrungen gemacht. Also da bin ich jetzt noch ein bisschen dabei, wieder mehr YouTube-Aktivitäten zu entwickeln vielleicht. vielleicht auch natürlich einen Blog, Fotos natürlich auf Instagram und so weiter und so fort. Also, wenn euch das interessiert, ich finde ja Japan wirklich sehr, sehr toll. Ich verstehe inzwischen etwas mehr wie noch vor 3 Jahren logischerweise, weil ich lerne ja regelmäßig. Ich schaue immer noch sehr viel Animes. Die Videospiele, die ich spiele, sind auch japanische Videospiele, die ich natürlich auch größtenteils in Japanisch mit deutschen oder englischen Untertiteln mir zu Gemüte führe. Und jedenfalls, das ist etwas, was ich weiter betreiben möchte. Und mal sehen, wohin das Leben mich dann noch führt. Ich finde Japan sehr, sehr interessant. Wie gesagt, die Kultur ist einzigartig irgendwie, nicht christlich geprägt, wurde nie irgendwie kolonialisiert mit einer kurzen
Periode halt so im 15., 16. Jahrhundert ausnahmsweise. Und danach wurde ja Japan zugemacht für 250 Jahre und hat sich dann eben eigenständig entwickelt. Und das ist, finde ich, einfach das Spannende auch. Auch die ganze Kultur, die ganze Philosophie und so etwas. Und auch die Sprache finde ich sehr interessant. Sie ist irgendwie erstmal völlig anders eben wie die deutsche oder europäische Sprachen oder die meisten europäischen Sprachen. Es ist halt eben eine, ja, ich möchte jetzt hier keinen Vortrag über japanische Sprache halten. Da gibt es, glaube ich, andere, die das besser machen können. Aber ich finde sie einfach sehr, sehr schön auch. Sehr interessant. Natürlich völlig anders wie eben das Konzept Grammatik und sowas, was natürlich das Lernen ein bisschen schwierig macht und natürlich ganz besonders die Kanjis und die Schriftzeichen. Gut, Hiragana, Katakana, Katakana weniger gut wie Hiragana, kann ich so halbwegs, aber naja, aber die Kanjis, da bin ich immer noch am Kämpfen. Ja, man braucht halt doch relativ viele Kanjis und manche sehen sehr ähnlich aus. Es fehlt manchmal bloß ein kleines Strichchen. Bedeutet was völlig anderes, gell? Wie links oder Stein. Ja, also das sind dann so Kleinigkeiten. Und aber man muss einfach dranbleiben. Das ist einfach das Einzige, was man dazu sagen kann. Und man braucht halt irgendwie ein Ziel. Gell? Also ich kann immer noch kein japanisches Buch auf Japanisch lesen, leider. Aber ich verstehe inzwischen etwas mehr, wenn ich mir japanischsprachige Animes anschaue. Zwar noch nicht alles, logisch, gell? Also fehlt immer noch sehr viel, aber so ein paar Sachen kriege ich jetzt, denke ich, auf die Reihe. Sprechen, ja, da fehlt ein bisschen die Übung und das hoffe ich natürlich jetzt dann, wenn ich in Japan bin, etwas nachholen zu können. Mal sehen, was sich da ergibt. Wahrscheinlich nicht sehr viel, hatte ich das letzte Mal auch gedacht. Ich bin halt auch da ähnlich wie die meisten Japaner auch, eher etwas zurückhaltend, was Sprechen geht. Und naja, Englisch ist auch nicht ganz so gut, aber besser noch wie Japanisch. Egal. Jedenfalls, das steht jetzt so demnächst bis Ende des Jahres noch an. Und ja, jedenfalls habe ich jetzt, wie gesagt, erstmal eine Woche Urlaub, die ich dringend brauche. Und dann eben im Dezember geht es dann weiter. Dann habe ich dann 4 Wochen Urlaub, eben bis Ende des Jahres. Und dann am 2. geht es wieder weiter zum Arbeiten, ganz normal. Und ob ich dann nächstes Jahr wieder nach Japan reisen werde, also ich habe es vor, logischerweise. Ich weiß bloß noch nicht wann. Wahrscheinlich wird es wieder Oktober werden, weil bei uns in der Firma, wir haben halt ein Projekt am Laufen und das ist ein Höhepunkt eben bei uns während des Betriebsurlaubs, der im August so geplant ist. Und ja, Nacharbeiten, sonst irgendwas, dann passt das ganz gut. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich dann im Oktober nächsten Jahres auch wieder einen günstigen Flug finde. Da ich muss dann jetzt demnächst bald auch wieder buchen und dann halt eben auch, wie soll ich sagen, dass es da keine Taifune wieder gibt und dass da Japan weiterhin geöffnet bleibt. Gell? Ja, also Einreise sollte jetzt kein Problem bei mir sein. Ich habe 4 Impfungen, ja, also 4 Stück. Und von daher, letzte war erst am Ende August. Und ich habe jetzt diese Woche auch noch eine Grippeschutzimpfung bekommen. Und aber trotzdem kann man sich ja trotzdem anstecken, das ist ja klar. Aber toi, 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 ich habe bisher noch kein Corona gehabt. Jedenfalls nicht, dass ich irgendwas gemerkt hätte. Vielleicht unbewusst oder unbemerkt, kann natürlich sein. Aber jedenfalls bemerkt habe ich nichts. Von daher bin ich, also habe ich da noch keine Erfahrung machen müssen. Letztens ist zwar wieder mal meine Corona-Warn-App rot geworden, aber mir geht's gut und wenn ich mal so einen Test mache, der war bisher immer, wie gesagt, negativ. Gell? Ja, also, ich denke, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, was ich euch hier so erzählt habe. Ein kleiner Abriss oder ein kleines Update von mir. Und ich versuche euch wieder ein bisschen am Laufen zu halten, wie es mir geht, was ich so mache und was es so Besonderes gibt und wo meine Gedanken ein bisschen mit euch teilen. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da oder ein, abonniert meinen Kanal bitte und wenn es geht, natürlich auch meinen neuen Gaming-Kanal, Michael das Gaming, das würde mir auch sehr helfen, diesen Kanal und auch den neuen Kanal ein bisschen voranzubringen und vielleicht auch irgendwann mal monetarisieren zu können, weiß nicht. Okay, also vielen Dank nochmal für eure Aufmerksamkeit, bis demnächst, euer Michaela, tschüss.